So, ich trinke mal gerade ein Schlückchen. Und dann machen wir zum Abschluss für heute, machen wir dann noch eine Zootour. Aber zuerst gebe ich dem Nashorn noch einen Namen, genau. Nashorn gebe ich noch einen Namen. Nämlich Pupsi. Pupsi, 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 Pups, Pups, Pups. Alter, wo bleibst du? Komm, kleiner Raka. Lalala. Dauert ein wenig. Mir ein wenig zu lange. Dahin kommt noch eine Löwin. Wir machen hier einen Frauentreff. Frauenabend machen die. Alter Mai, wo bist du? Da, jetzt kommt er. Jawohl. Ui, der ist noch wild. Jung und ungebändigt. Cutter James und ihre Gefährte haben Nachwuchs bekommen und allen geht es gut. Was? Cutter James und ihr Gefährte? Das hört sich an, als wäre Cutter weiblich. Also James weiblich. Die Zoogesellschaft war begeistert von deinen Löwenvorführungen. Als Belohnung erhältst du zusätzliche Geldmittel. Ja, wieder mal. Wir brauchen dringend Geld, Leute. Wir brauchen dringend Geld. Ich finde die kleinen Löwen so cool. Irgendwie bewegt er sich echt wie unser Kater. Ich muss da mal so eine Facecam von unserem Kater reinmachen. Ein weißer Kater ist es. Und den hier neben dem Löwen laufen lassen. Vielleicht kriegt man da was hin. Kann der auch petzen? Ja, die Augen petzen. Jetzt könnte ich mal gucken. Kann man mit A was machen? Nee, ne? Oder? Mit RT und LT auch nicht. Also ich kann auch mit dem Stick irgendwie steuern wahrscheinlich. Aber so viele Möglichkeiten scheint es nicht zu geben. Ich weiß es nicht genau. Da gibt es natürlich auch noch vielleicht ein bisschen was rauszufinden. Petzen. Was ist, wenn ich beide Augen petze? Guckt ein bisschen grimmig. Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie man die Sticks dann bewegt. Ja, ich kann hier auch mit dem Kopf nicken. Guck mal. Da bin der Kopfnicker. Oh. Oh. Ah. Okay, Gesichtsmodus verlassen. Ui, jetzt wird er wild. Sehr schön. Er ist fertig. Er hat genug. Genug von uns. Na, wieder mal. Drei Tiere sollen wir freilassen. Das schaffen wir auch locker. Dann würden wir drei... Ja, wir haben 36 Minuten Zeit. Da werden wir sowieso... Wir haben jetzt schon Level 15 Tiere. Schon genug, um eigentlich alle freizulassen. Aber vielleicht lassen wir hier die mal frei. Was war das? Das waren die Faultiere. Ja, dann haben wir nämlich nochmal Platz hier. Da können wir hier die gelbe Anaconda eventuell reinsetzen, weil da ging das, glaube ich. Zur Abwechslung erforschen wir auch mal wieder ein Mini-Gehege. Ja, da gibt es ja auch noch neue. Savannenfelsen, was gibt da ein? Erdmenschen. Oh, Erdmenschen. Flamingo, rote Pandas, Binturungs. Was sind Binturungs? Sind die neu? Wusste ich, habe ich bis jetzt noch nie gesehen, ne, Leute. Ich noch nie gesehen. Es gab eben ein Update, wie ich das Spiel reingelegt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob da was dabei gefügt wurde, aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Binturongs gesehen. Kata, Alicia und ihr Gefährte haben Nachwuchs bekommen und allen geht es gut. Okay, Binturongs. Deswegen Truppenteil schon mal erforschen. Ich will ein paar Binturongs. Ich will wissen, was das ist. Kenne ich auch gar nicht, diese Tiere. So, machen wir mal ein bisschen Mist weg. Das ist ja alles nochmal hier in dem Affengehege. Ja, die ganzen Affen, da ist ja auch kein Wunder. Die machen sich zum Horst, zum Affen. So, hier mal die Haufen weg. Unsere Zoowärter reichen, glaube ich, noch aus, weil es geht eigentlich.
Es kommen nie Meldungen, dass irgendwelche Getränke oder Essen leer ist für die Tiere. Das finde ich cool. Ach so, genau. Ich wollte das Nashorn noch umbenennen. Ne, nicht das Gehege, sondern. Ach komm, da war ich ja doch noch. Tiere ansehen. Gehege kann jetzt in deinem Zoo errichtet werden. Ist das hier? Ruben, ja genau. Ruben bekommt jetzt einen neuen Namen. Umbenennen, genau. Und zwar heißt er Pupsi. Upsa. Pupsi. Wie gesagt, ich werde die Leute, die das sich gewünscht haben, diesen Namen werde ich nochmal erwähnen im Let's Play. Ich muss aber zuerst nochmal nachgucken. Ansonsten seid ihr gefordert. Es gibt genug Tiere, ihr habt es gesehen. Wenn ihr die Folge gesehen habt, habt ihr mal so ein bisschen gesehen, was für Tiere es gibt und welche Möglichkeiten ihr habt. Ihr habt noch verdammt viele Chancen, den Tieren Namen zu geben. Und auch wenn die mal ausgewildert werden, das ist ja auch nicht schlimm. Ihr seht, wir können das ja immer wieder verfolgen, wie es den ausgewilderten Tieren geht. Nicht hier, sondern hier. Hier in der Tierfreilassungskarte. Ihr seht, hier haben wir alle. Und wenn da euer Name steht, dann seid ihr auch hier für die Ewigkeit quasi gespeichert. Ja, das ist doch, soll doch mal was heißen. So, wir speichern auch gerade noch mal, wenn ich schon von Speichern spreche. Und dann machen wir noch einmal eine Zootour und dann ist es gut für heute. Noch eins wollte ich machen. Achso, ja, wir können nämlich gerade mal noch erforschen. Das nächste Mal bauen wir dann das Mini-Gehege. Wir wollen noch die Kostenanalyse mal gucken hier. Cashflow 4.900 bekommen wir. Das ist recht gut. Ja, die Zookapazität 53% zu wenig. Und die Sauberkeit ist zu wenig. Also wir müssen wohl noch Hausmeister einstellen oder wir bauen das Ganze mal um. Das werden wir wohl das nächste Mal dann alles mal ein bisschen probieren. Die Auszeichnung gucken wir auch das nächste Mal an. Jetzt machen wir doch eine Studie. Und zwar, jetzt kostet uns ja alles weniger und geht schneller. Machen wir hier Extras Versorgung, 10 für Versorgungsextras. Ein Verständnis wie Tiere von freier Wildbahn fressen, können deine Bautrupps intelligenter und günstiger bauen. Ja, sehr schön. Machen wir doch. Warum haben wir das eigentlich noch nicht frei? Ach so, weil das hier noch nicht erforscht ist. So, wir starten jetzt einfach mal eine Zootour. Wie gesagt, später werden wir die Wege auch noch ein bisschen individualisieren. Und Cutter James wurde auch als Leittier akzeptiert. Da können wir nämlich auch gerade noch die Mülltonnen ein bisschen freiräumen. Wir fahren jetzt zunächst mal nicht mit dem Buggy, sondern laufen ein bisschen. Gucken uns alles mal so wenig an, ein wenig an hier. Oh, die Tiger gucken auch hier durch die Kamera kann man dann die Tiere auch mal begutachten. Vielleicht finden wir ja auch mal eine Münze, das wäre auch geil. Auch wenn ich es eigentlich schon. Ja, ich will nicht sagen, dass ich es bezweifle, weil ich weiß nicht, wie selten das ist oder. Können auch hier mal gerade gucken, ob wir hier noch was wegmachen können. Nee, können wir nicht. Das ist optimal. Die Tiger sind sauber. So, dann gucken wir mal, wo geht's hier weiter? Wir können auch hier. Oh, was war das? Können hier auch die Mauer noch vielleicht tiefer setzen oder so. Ist mir eigentlich egal, wie wir das machen. Was eben besser aussieht, da können wir ja ein bisschen rumexperimentieren und ausprobieren. So, jetzt haben wir hier die Elefanten, da gehen wir mal hoch. War bei den Elefanten, war das Podest, ne? Bei den Elefanten und Affen, ja, da oben. Da können wir die mal von oben gucken. Dein Webdesigner war enttäuscht, dass du kein Foto. Ja, und dann ist mir egal. Ich habe genug Besucherzahlen und sie sind sowieso schon steigend. Genauso wie das Geld. Wir haben verdammt viel Geld. Oh, schöne Position hier. Glückwunsch im Gehege. Droben groß wurde Bonobo Schimpanse Cora geboren. Ja, diese Schimpansen. Immer diese Schimpansen. Manhunt macht Kinder ohne Ende. Albino Bonobo Schimpanse Frankie im. Oh, ist ausgewachsen. Ah, da hinten ist er. Jetzt ist es ein großer Bonobo Schimpanse. Albino Bonobo Schimpanse. Ich finde, der sieht sau cool aus.
Und der Elefant schläft. Ja, so ein Foto, wo wir behalten mal noch, dass wir das nächste Mal in Erinnerung schwelgen können, wenn wir das Fotoalbum durchblättern.